Ja, Daniel, gefühlt 80% Ballbesitz, deutlich mehr Torchancen als der Gegner und wir verlieren trotzdem 0-1. Das ist schon mehr als bitter, oder? Ja, natürlich ist es enttäuschend. Ne? Was natürlich heute gut war, das war die Leistung. Wir haben richtig gut gespielt, nur wir haben uns einfach vergessen zu belohnen. Ne? Also gerade in der ersten Halbzeit hatten wir wirklich viele Ballerungen. Wir haben hochgepresst. Ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr gutes Positionsspiel, haben immer wieder gut die Halbräume bespielt. Und wenn wir durch waren, ja, dann haben wir verpasst, den letzten Ball halt zu spielen und dann im Abschluss einfach dann die letzte Konsequenz zu haben. Und ich glaube, wenn man heute was kritisieren will, da war genau das vielleicht. Hatten natürlich auch dann ein bisschen Pech auch mit einer Schiedsrichterentscheidung, war vielleicht kein Freistoß. Trotzdem müssen wir es besser verteidigen. Ne? Erster Torschuss der Gegner geht dadurch in Führung, aber trotzdem haben wir immer weiter gespielt und hätten hier mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar 3 Punkte verdient gehabt. Wir hatten viele gute Gelegenheiten. Was muss besser werden, damit die künftig reingehen? Ja, dass wir einfach im Abschluss konsequenter sind. Ne? Wir müssen das Tor einfach dann auch bei so einem Spiel dann auch erzwingen, ne? Weil wir so oft einen Ball hatten, so viele Bälle dann auch in die Box reingespielt haben. Ja, da müssen wir konsequenter im Abschluss werden. Was nimmt man aus so einem Spiel mit für die kommenden Wochen? Ja, dass man von der Anlage gut gespielt hat, dass wir auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt haben zu der Leistung von letzter Woche gegen Bayern München. Ich glaube, die Mannschaft war nicht wiederzuerkennen. Nur, das ist nun mal so beim Fußball, dass ein Ergebnissport ist. Und wir haben jetzt zweimal gespielt, zweimal kein Tor gemacht. Letzte Woche war es nicht gut. Diese Woche haben wir gut gespielt und jetzt müssen wir auf der Leistung aufbauen und im Abschluss, wie gesagt, konsequenter werden. Aufgrund von Sperren und Verletzungen hatten wir heute eine komplett neue 6 mit Daube und Eddie. Die beiden haben es ziemlich ordentlich gemacht, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, beide waren richtig gut. Fürs erste Spiel vom Eddie, ich glaube, er war ja über 60 Minuten. Ja, einer der besten Spieler auf dem Platz. Daubi genauso, super gespielt. Freut mich auch für ihn, der jetzt wirklich viel Verletzungspech hatte. Ja, und die haben das wirklich gut gemacht heute. Danke dir.